Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von zweiradkraft.com. In diesem Video erfährst du alles über den Carido Speed Kit. Viel Spaß dabei! Wie ihr seht, habe ich den Speed Kit jetzt nochmal auseinandergebaut, damit ich euch zumindest im Groben den einfachen Aufbau auch nochmal zeigen kann. Man startet hier, indem man die Fahrgastzelle aufklappt und auf der Seite einrastet. Man hört es dann auch schon ganz gut klicken. Übrigens, man kann hier hinten einfach zurückschieben, etwas nach vorne drücken und den Anhänger so wieder im Handumdrehen falten. So, jetzt ist die Fahrgastzelle schon aufgebaut. Als nächsten Schritt montieren wir jetzt hier an der Seite die Räder. Da muss man einfach nur hier in die Löcher treffen. Das Ganze dann auch auf der anderen Seite. Man muss hier einfach nur diesen Knopf gedrückt halten, damit das klappt. So, und dann können wir auch schon vorne das Buggyrad montieren. Geht auch mit einem Handgriff. Auch hier klickt es wieder und schon steht der Anhänger grundsätzlich schon mal aufgebaut bereit. Dann können wir auch schon hier die Deichsel einführen. Das geht auch ganz einfach. So, auch hier klickt es wieder. Mitgeliefert wird übrigens auch dieses vorgeschriebene Rücklicht. Muss man nur die Batterien einsetzen, dann kann man das hinten anbringen. Dann für die Sichtbarkeit braucht es natürlich auch den Wimpel. Einfach zusammenstecken, hier in der Lasche einführen. So. Mitgeliefert werden übrigens auch hier diese beiden Radabweiser. Die kommen hier an der Seite noch ran. Nummer 1. Und Nummer 2. Mitgeliefert wird natürlich auch die genaue Aufbauanleitung. Aber wie ihr gesehen habt, das ist überhaupt keine Hexerei. Geht eigentlich, sage ich jetzt mal, in ungefähr 15 Minuten. Was hier natürlich jetzt schon montiert war, war hinten die Schiebestange. Die muss man aber auch nur hier einführen und festdrehen. Aber weil das alleine nicht ganz so einfach ist, habe ich diesen Schritt jetzt ausgelassen. Aber wie ihr seht, der Aufbau ist wirklich sehr einfach und geht wunderbar schnell auch alleine vonstatten. Gut, dann schauen wir uns den Anhänger noch im aufgebauten Zustand an. Ihr seht ihn jetzt hier von vorne. Da sieht man schon das luftbereifte Buggyrad. Das ist praktisch, weil es sehr wendig ist. Dann sehen wir hier vorne die beiden weißen Reflektoren. Die gibt es natürlich auch hinten in Rot. Und auch hier an der Seite übrigens sind die Reifen mit reflektierenden Streifen ausgestattet. Das heißt, der Anhänger ist gut sichtbar. Dazu gibt es dann auch noch den Wimpel und hinten ein mitgeliefertes Rücklicht, das ich schon montiert habe. Schauen wir uns den Anhänger jetzt mal so von vorne an. Das erste, was auffällt, ist jetzt dieses eckige, etwas extravagante Design, eben klassisch für den Speed Kit. Das mag man oder auch nicht. Wir finden es eigentlich ganz cool, weil er nicht ganz so klassisch aussieht und dadurch halt vorne einen relativ großen Einstieg bietet und sehr gute Sicht nach außen auch hier an den Seiten. Diese Seitenfenster sind natürlich auch getönt und bieten einen UV-Schutz. Drinnen ist der Speed Kit jetzt im Vergleich zum KitGo beispielsweise nicht ganz so komfortabel. Das heißt, dass hier die Sitzbank ist jetzt nicht ganz so gut gepolstert, ist aber absolut ausreichend. Ich habe jetzt hier drinnen keine Kopfstütze, die kann man aber ganz einfach hier hinten auf diesem Streifen da montieren mit Klettverschluss. Der Speedkit hat einen 5-Punkt-Sicherheitsgurt und ist natürlich auch hier absolut sicher. Vorne bietet er noch ausreichend Beinfreiheit und cool ist natürlich, dass er auch nach oben so viel Platz bietet. So, dann schauen wir uns den Anhänger etwas von der Seite an. Hier sieht man wieder die großen Scheiben. Cool ist übrigens hier das geöffnete Verdeck, weil das schließt jetzt beispielsweise
mit Klettverschluss, nicht mit Klettverschluss, sondern mit Magnet. Das heißt, das kann man extrem einfach öffnen und schließen und muss nicht immer irgendwo einen Verschluss zu machen. Also das ist wirklich cool. Man sieht hier vorne auch schon das Netz. Das heißt, er ist gut belüftet. Apropos Belüftung, das sieht man eben auch hier oben. Das ist das sogenannte K-Prüferdeck, das man öffnen kann und dann ist noch bessere Belüftung. Das kann man natürlich auch wieder ganz einfach schließen und das sieht man hier, die Nähte sind auch ganz gut verschweißt. Das heißt, hier dringt kein Regen ein, es sei denn, es schüttet wie es Kübeln. Dann bräuchte man tatsächlich noch besseren Regenschutz. Hinten finden wir ganz cool, dass sich dieser Schiebegriff so gut in der Höhe verstellen lässt. Das ist jetzt die höchste Einstellung und das ist für mich mit knapp 1,87 Meter ausreichend. Das heißt, es geht angenehm zu schieben. Der Stauraum ist jetzt hinten geöffnet. Der ist im Verhältnis jetzt oder im Vergleich zum Sportjax oder zum Kitgo am geringsten. Ist für manche ausreichend. Drinnen sieht man hier auch noch diese praktische Handytasche und verschließen kann man das dann ganz einfach so. Schauen wir hier noch auf die Seite, weil da gibt es natürlich eines der wichtigsten Features. Das ist die manuell einstellbare Blattfederung, die sehen wir hier. Und so kann man den Anhänger passend auf das Gewicht mit Kind und Ladung einstellen. So, dann waren das grundsätzlich so die wichtigsten Features. Wie gesagt, beim Speedkit, während ich da jetzt noch eine Runde drehe, um euch den Anhänger im Ganzen noch besser zu zeigen. Beim Speedkit gibt es jetzt beispielsweise kein separates Joggerrad. Das heißt, wenn du damit joggen willst, musst du dich mit dem Buggyrad begnügen. Als Buggy ist er super praktisch und generell mit seinem geringen Eigengewicht, mit der verbauten Federung, mit den guten Sicherheitsmerkmalen und den günstigen Preis ist er auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr solides Einsteigermodell und ihr werdet viel Freude damit haben. Der Speedkit eignet sich übrigens auch hervorragend als Buggy, so wie du hier siehst. Sehr praktisch finden wir hier, abgesehen davon, dass er natürlich eine Federung hat und vorne das luftbereifte Buggyrad und das ihn da sehr flexibel macht. Praktisch finden wir vor allen Dingen hier, dass sich der Schiebergriff in der Höhe verstellen lässt und auch für große Menschen, jetzt so wie ich, noch sehr angenehm zu schieben ist. Man kann den hier ganz einfach verstellen, je nachdem wie groß man ist und wie man das braucht. Im Buggy-Modus generell praktisch finden wir auch vom Querido-Zubehör diese Tasche, die man da hinten am Griff anbringen kann, wie so eine klassische Wickeltasche. Du hast aber auch hier hinten noch einen Nährstauraum, wo du natürlich sämtliches Zeug unterbringen kannst. Ein Nachteil für uns jetzt vom Speedkit ist natürlich auch dem Preis geschuldet. Der ist ja das günstigste Modell von Querido. Ein Nachteil ist für uns, dass es kein Joggerset dazu gibt. Das heißt, du musst dich mit diesem Buggyrad begnügen, wenn du mit dem Speedkit auch joggen gehen willst. Im Buggy-Modus macht das absolut Sinn. Im Jogger-Modus ist das dann vor allem bei Untergrund, so wie hier, wo Rasen ist oder beispielsweise Schotter, merkst du dann, dass es ohne Joggerrad halt schon etwas schwerer ist, also nicht ganz so leichtgängig und nicht ganz so angenehm zum Joggen. Das heißt, wenn du gerne joggen gehen willst, würden wir dir auf jeden Fall empfehlen, auf den Sporttrax oder den Kitgo zu setzen, inklusive Joggerset. Aber ansonsten macht der Speedkit auf jeden Fall eine gute Figur, auch im Buggy-Modus. Du siehst, er geht sehr leichtgängig, ist generell hinten, oben und vorne sehr gut belüftet. Das heißt, macht aus unserer Sicht auf jeden Fall sehr viel Sinn.